Hallo, in diesem Baubericht möchte ich einmal zeigen, wie man den KS Mini Monster zusammenbaut. Ein kleines Gerätchen mit intelligenter Steuerung zum Erstellen von kolloidalem Silber. Tja, so, also es geht los. Es gibt einen wunderbaren Bausatz, beziehungsweise eigentlich gibt es keinen Bausatz, sondern es gibt ein wunderbares Projekt, dessen Bauanleitung auf dieser Seite hier, ihr habt es gerade gesehen, da habe ich ein bisschen durchgeblättert, auf dieser Seite hier runterzuladen ist silbermonster.de, heißt diese Seite. Da gibt es also sowohl diese sehr schön geschriebene Bauanleitung zum Runterladen oder zum Online-Angucken und auch eine Bestellliste diverser Teile. Es gibt also wirklich eine ganze Menge, was man da zusammen bestellen muss. Es ist leider auch nicht alles unbedingt in einem Laden zu bekommen. Eine ganze Menge davon gibt es also bei Reichelt. Oben gibt es zwei verschiedene Warenkörbe bei Reichelt. Einmal für eine SMD-Platine und einmal für eine eben nicht SMD-Platine. Ja, dann muss man sich also die Platine auch erstmal besorgen. Hier ein bisschen Lötausstattung und ein Blood Bowl Org. So, na schön. Ja, hier gibt es also noch weitere Tütchen, die man dann von Reichelt bekommt. Das hier ist eine Wellenkupplung, die dann hinterher zum Befestigen der Stäbe dient. Das Ganze wird dann magnetgehalten sein. Genau, also da muss man sich ein bisschen durchfuchsen durch diese Liste und das alles bestellen. Teilweise kommt das dann aus China oder eben von Amazon. Also ein bisschen Abenteuerlust muss wohl schon bestehen. Es ist kein, dass man einmal was bestellt und dann sofort alles hat. Man muss auch ein bisschen warten. Vielleicht auch mal in der Gruppe fragen, ob jemand noch was über hat. Das funktioniert tatsächlich der Erfahrung nach ganz gut. Sind auch alle sehr freundlich gewesen und haben mir auch Sachen angeboten teilweise. Ja, das hat ganz gut funktioniert. Die Facebook-Gruppe, die verlinke ich dann nochmal gleich hier unten steht sie. So, also fangen wir mal an. Dieses Gehäuse hier ist jetzt also ein 3D-Druckgehäuse. Die Anleitung benutzt noch ein Reichelt vorgefertigtes Gehäuse. Ich habe jetzt hier also wunderbarerweise so ein 3D-Druck-Teil bekommen, was also extra für dieses Projekt erstellt worden ist. Und auch die Platine behandelt die, die Platine ist die SMD-Variante. Da sind sogar auch schon ein paar Teile drauf vorgelötet. Also eben dieser Mikrocontroller, der ist schon drauf und ein bisschen SMD-Kugelfutter ist auch schon drauf. Den Rest müssen wir jetzt zusammenlöten. Das ist also anders als in der Anleitung. Da geht es nämlich um das konventionelle Gehäuse und die andere Platine mit für die großen Bauteile, für den großen Chip. So gehört das Ganze dann da rein. Aber bevor es also eben ins Gehäuse kommt, muss noch eine ganze Menge drauf gebastelt werden. Und los geht's. Achso, ne, hier sieht man jetzt mal, wo hinter die Silberstäbe befestigt werden. Da kommt also hier noch diese Magnethalterung dran. Das passt alles ganz genau, da muss man nichts mehr bohren oder so. Das geht ganz gut. So, also fangen wir mal mit ein paar Widerständen an. Widerstände haben keine Polung. Die kann man also so rum einsetzen, wie es einem gerade passt. Hier ist also ein 3,3 Kiloohm Widerstand, der so rum oder so rum passt. Völlig wurscht, Hauptsache er ist drin. Es gibt so ein paar Teile hier, die keine Polung haben, aber es gibt eben auch welche, da muss man eben auf die Einbaurichtung achten. Ich weise dann gleich nochmal drauf hin. Ich stecke jetzt hier also erstmal sämtliche Widerstände, die ich da so habe, in die dafür vorgesehenen Löchlis. Das passt auch alles gut. Lässt sich ganz wunderbar zusammenstecken. Zusammengelötet wird dann gleich, wenn ich damit fertig bin. So, da haben wir nochmal 13 Kilo um. Die kommen dann in die kleine Platine.
So, und so sieht es dann nach einiger Zeit aus. Unten sind die ganzen langen Beinchen und die verlöten wir jetzt mal und dann werden die abgeknipst. Sehr schwer finde ich dieses Projekt übrigens nicht. Allerdings habe ich auch schon mal so ein bisschen was gebastelt vorher. Also wer das hier als erstes Lötprojekt sich ausgesucht hat, der sollte vielleicht irgendwas nochmal vorher üben, irgendwie eine Lochraster sich bestellen und ein bisschen Löten üben. Es ist ja keine Hexerei tatsächlicherweise, aber so ein ganz klein bisschen wissen, wie so ein Lötzinn sich verhält und wo es sich hinfließt und wo es sich vielleicht verbindet und mit welcher Hitze und so weiter, sollte man vorher schon mal ausprobiert haben. Auch vielleicht, dass man mal Endlötlitze ausprobiert hat oder vielleicht sogar eine Endlötpumpe hat oder irgendwas, kann nicht schaden. Eine Lötstation wäre nicht verkehrt, so ein Lötkolben, der einfach nur in die Steckdose gesteckt wird mit so einem dicken Kabel, das ist vielleicht auch nicht gerade abendfüllend. Hier nochmal Schnellansicht. Hier nochmal im Detail. Gut, das waren die Widerstände. Hier haben wir eine Diode. Bei einer Diode ist es tatsächlich so, dass die in eine Richtung den Strom durchlässt, in die andere aber eben sperrt. Man spricht dann auch von der Sperrrichtung. Tja, und die hat eine Richtung, logischerweise, weil wenn man sie falsch rum einsetzt, dann fließt eben kein Strom, welcher fließen soll. Der schwarze Strich ist euch vielleicht aufgefallen. Hier ist ein weißer auf der entsprechenden Kennzeichnung. Die beiden sollten identisch eingesetzt werden, also eben der weiße Strich markiert, wo der schwarze hin soll. Da muss man also sehr drauf achten. Naja, sehr. Also man muss eben darauf achten. So. Weiße Markierung ist oben, schwarzer Strich kommt auch nach oben und schon passt es. Und da ich mich hier so ein bisschen verbogen habe und das so schwierig reinging, habe ich mich erinnert, ich habe so ein Vorbiegedingens. Dieses hier und das habe ich dann mal eingeweiht jetzt tatsächlich. Um alle anderen dann mal damit vorzubiegen, das ging dann ganz gut, dann haben die immer direkt, kann man die satt reinfallen lassen in die Löcher. Wie man jetzt hier sieht, braucht man aber nicht, ist nicht dringend notwendig. Ich hatte es nur in der Schublade liegen. Aus den Anfangstagen meiner Löt-Experimente. So, hier haben wir glaube ich eine Sicherung, wenn ich mich nicht irre. Jedenfalls so ein etwas eigentümlich geformtes Teilchen mit seinen Beinchen. So wird es eingesetzt, keine Richtung, einfach rein und löten. So, dann haben wir hier einen Transistor. Davon werden in diesem Projekt 4 Stück verbaut. Die sind alle anders. Da bitte darauf achten, dass die nicht vertauscht werden. Die sehen nämlich alle genau gleich aus. Größe und Form und so, das ist alles genau das Gleiche, nur die Beschriftung ist anders und insofern machen sie auch was anderes. Da also nicht durcheinander kommen. Am besten aus der Tüte rausnehmen, direkt verbauen, Tüte wegschmeißen, glücklich sein. Genau. Die Beinchen muss man sich dann ein bisschen hinbiegen, dann passen sie auch. Da haben wir einen Elektrolytkondensator, die sind auch gerichtet, die muss man also entsprechend einsetzen. Der weiße Strich da, dieser graue, das ist der Minuspol. Außerdem ist auch der Pluspol länger. Auf der Platine ist dann wiederum Plus gekennzeichnet. Also das kann man eigentlich gar nicht falsch machen. Wenn man es doch tut, läuft man Gefahr, dass so ein Ding mal platzt, stinkt ganz fürchterlich. Ich habe mal
alte Kondensatoren auslöten müssen. Das stinkt auch schon ganz schön. Geplatzten möchte ich mir gar nicht vorstellen. Also bitte richtig einsetzen. Nicht ganz unwichtig. Ja, hier sind dann noch so ein paar Steckerlis, die man da so aufdrücken sollte. Da werden dann hinterher die beiden Platinen miteinander verbunden und der andere, der kleine, ist glaube ich ein ISP, also ein In-System Program Dingsbums. Also da kann man dann hinterher nochmal die Firmware updaten, falls es denn nötig sein sollte. Ich habe das bisher noch nicht tun müssen. Bisher macht mir der einen ganz ordentlichen Eindruck von dem, was er tut. So, die sitzen zwar sehr satt drauf, aber verlöten sollte man sie trotzdem, was ich jetzt hiermit gerade tue. Und das ist das Kleine zum Programmieren. Da gibt es dann so einen kleinen USB-Programmer, der ist auch in den Bauteile-Beschaffungslisten mit angeführt. Der war bei mir ausverkauft, deswegen habe ich ihn mir auch gar nicht bestellt. Falls ich da wirklich mal was updaten müsste, müsste ich da nachbestellen. Naja, so, also hier löte ich jetzt gerade die Sockel ein für die, ich glaube, die nennen sich Step-Up-Controller oder so. Also die machen jedenfalls aus den 5 Volt, machen die 60 insgesamt. Da muss man auf die Einbaurichtung des Sockels achten, was mehr oder weniger Ästhetik ist, aber daraus resultiert dann hinterher auch die Einbaurichtung des Chips und das sollte eben nicht durcheinander geraten, deswegen auch den Sockel am besten richtig rum einsetzen. Bei den Chips sage ich es gleich nochmal, wie es dann ist. Oder bei den Bauteilen eben. Hier haben wir dann noch 2 Pins, die sind dann hinterher für die Strombuchse. Die werden da einfach so reingesteckt und verlötet. Das mache ich jetzt hier gerade so ein bisschen Freestyle-mäßig. Aber gut, fest sind sie. Ich glaube, jetzt kommt der Buzzer. Genau, da ist dieser Kringel da in der Mitte noch. Ist gekennzeichnet mit einem Plus. Das ist der, den man von Reichelt bekommt aus dem Warenkorb. Der ist ein bisschen größer. Ich habe von Markus zugeschickt bekommen noch einen kleinen, beziehungsweise er hat 2 geschickt. Besten Dank nochmal dafür. Der passt wohl offensichtlich besser rein und macht dann weniger Platzprobleme. Insofern habe ich den dann auch benutzt. Plus ist auch hier gekennzeichnet. Auch der längere Pin ist ein Hinweis auf den Pluspol. Und ich habe gehört, wenn man den Aufkleber drauf lässt, dann ist der nicht so laut. Ich habe ihn also entsprechend drauf gelassen. Reicht von der Lautstärke absolut aus. Das hier ist das Relais, das schaltet dann die Polarität um zu gegebener Zeit. Die kann man ja programmieren dann im Menü. Und das ist ein sehr schön leises Relais, finde ich ganz gut. Im 7.3er ist auch ein Relais, das macht deutlich lauteres Klack, ist auch nicht schlimm, aber ich finde das hier nicht verkehrt. Das ist ein schönes, leises, kleines Bauteil. Kann man auch nicht falsch einsetzen. Das hat so eine bestimmte Pin-Bestückung, die es gar nicht zulässt, dass man es irgendwie falsch einsetzt. Geht nicht. Man muss nur ein bisschen gucken, dass die auch alle in die Löcher reinkommen, weil die sehr dünn sind, diese Pins. Nicht, dass man sich die krumm und schief biegt. So, das sind jetzt die Step-Up-Teile, die in die Sockel reinkommen. Und da ist jetzt, ihr seht so 2 Punkte auf diesen Vierecken und die Sockel haben so eine kleine Kerbe. Und die Kerbe ist auch auf der Platine vorgezeichnet, also deswegen die Richtung sollte man dann also beibehalten. Da, wo die Kerbe ist, da muss auch der Punkt hin zeigen und zwar genau so, wie es jetzt hier auch ist, dann ist es richtig. Auch die haben sehr dünne Beinchen. Da bitte ein bisschen darauf achten, dass die nicht umknicken. Also grob anpeilen und dann, wenn sie alle irgendwo so in Richtung Loch zeigen, dann mal beherzt zudrücken. Moderat, beherzt, zack, drin. Gut. Die Platine ist fertig.
Jetzt wollte ich mich hier um die... Ja, die Buchse fehlt noch. Jetzt wollte ich mich aber um die Elektrodenhalter kümmern. Hat man auch bestellt und die sind, die muss man so ein bisschen im Auge behalten, die Magnete, sonst machen die, drehen die durch, wie man hier gerade sieht. Die Magnete sind für Senkkopfschrauben geeignet, die verschwinden dann also da so ein bisschen drin, diese Köpfe. Und jetzt gucke ich hier gerade, wie das alles so gemeint ist, dass habe ich nämlich nicht so ganz aus der Anleitung sehen können. Und jetzt dachte ich, jetzt kommt hier in diese Halterung, die da 3D gedruckt ist, auch eine Mutter rein. Das war aber gar nicht so. Da kommen solche kleinen Abstandshalter rein, die ich jetzt nicht hatte. Deswegen musste ich hier kurz eine kleine Bastelpause machen. Auch da habe ich wieder Hilfe aus der Community von Markus, besser gesagt, bekommen. Der hat mir nämlich kurzerhand ein kleines Care-Paket geschickt für Leute, die keine Abstandshalter haben. Und da versuche ich noch mit einer Mutter da was zu werden, weil ich das so verstanden hatte, aber das ist alles Quatsch, so ist es nicht gedacht. So, da ist mein Care-Paket, da sind auch gleich noch die ganzen Schrauben und so weiter dabei, die hatte ich zwar schon, aber kann natürlich nicht schaden. Ich habe die dann auch genommen. Und außerdem Schrauben für das Display. Da kommen wir dann aber später noch zu. So, die passen da auch ganz wunderbar satt rein. Die Detailtreue dieser 3D-Drucke scheint wirklich ganz ausgezeichnet zu sein. Das hat eigentlich wirklich alles sehr gut und satt und bündig gepasst. Auch die Gehäuseteile zueinander. Da wackelt nichts, das ist alles richtig schön satt zusammen. So, jetzt kommt also von außen einmal so eine Senkkopfschraube mit einem Magneten drauf. Die schraubt sich in diesen Abstandhalter rein, sitzt dann also auch entsprechend bombenfest. So, festgedreht, das ist schon mal fertig. Kleine Unterlegscheibe drauf. Platine drauf. Und festziehen. Hier womöglich auch noch eine Unterlegscheibe drunter. Und fertig. So, dann gehen wir jetzt mal auf die andere Seite des Gehäuses. Da kommt jetzt also das Display ins Spiel. Ganz niedliches kleines Teilchen. Und da sind solche Schraubenlöcher schon vorkonstruiert. Da hat sich offensichtlich ein bisschen was von den Ausmaßen geändert. Ich habe also immer nur zwei Schrauben gleichzeitig reinbekommen. Ehrlich gesagt hätte ich eigentlich auch kein Problem damit gehabt, das Display mit Heißkleber zu befestigen. Das wiegt ja wenige Gramm und ist überhaupt keiner Belastung ausgesetzt. Also das wäre mir vollkommen recht gewesen, wenn ich das mit Heißkleber gemacht hätte. Mit den zwei Schrauben hält es auch bombenfest, also ist alles gut. So, jetzt habe ich das Display mit geraden Pins dran. Es gibt wohl auch Displays ohne Pins und es gibt auch Displays mit gebogenen Pins. Die gerade Variante ist im Grunde die blödeste, aber macht auch nichts. Ich habe mir einfach an die Platine hier solche Widerstandsbeinchen dran gemacht und die dann miteinander verlötet. Umbiegen wollte ich da nicht, das war der Tipp aus der Anleitung, dass die Pins am Display umzubiegen. Aber die sind recht starr und fest, also das wollte ich lieber nicht machen, nicht, dass mir das Display kaputt geht.
Beim Display muss man übrigens auch darauf achten, dass die Pins richtig belegt sind. Das scheint wohl verschiedene zu geben. Bei mir hat das aber genau so gepasst. Sonst muss man es nochmal umlöten. Also mit kleinen Käbelchen. Hier geht es jetzt um die Touches. Da kommen noch so kleine Transistoren dran, die muss man so ein bisschen speziell anlöten, damit es dann trotzdem noch in die Führung reinpasst. Ihr seht es jetzt hier im Hintergrund. Eigentlich war ich der Meinung, dass ich die auch in SMD hatte, dann ist es sowieso wurscht, die lötet man da einfach rein und fertig. Habe ich aber nicht gefunden, vielleicht habe ich die verbummelt oder die sind nicht übernommen worden in der Warnliste, keine Ahnung. Also ich habe dann die großen Varianten genommen, die gehen aber eben auch, wenn man es dann so ein bisschen so rumlötet, wie ich es da gerade gezeigt habe. Genau, und das habe ich dann hier mit kleinen kurzen Käbelchen gemacht, mit einer einigermaßen vernünftigen Abisolierzange ist sowas dann auch schnell erledigt. Gut, hier kommt jetzt noch die Strombuchse dran. Da muss man darauf achten, dass der lange Pin der Buchse Richtung Kunststoffbefestigung da oben zeigt und der kurze Richtung Sicherung. Die werden dann mit den beiden Pins, die wir vorher angelötet haben, verlötet. Und auch das erledigt. So, jetzt müssen diese beiden Platinen noch miteinander verbunden werden. Das hat mich vor ein kleines Problem gebracht, nämlich ich kam mit diesen Steckern leider gar nicht klar. Ich habe das mit einer Flachzange versucht und auch mit einem Schraubstock, wovon ich mir versprochen hätte, dass die Belastung einigermaßen gleichmäßig und langsam und stetig auf den Schnappmechanismus zu übertragen wäre, aber trotzdem kam dann nur so ein Steckerbrei hier raus mit verbogenen Pins und zerquetschten Käbelchen. Deswegen habe ich das dann einfach verlötet. Fertig aus. Ich wollte fertig werden. Keine Lust auf weitere Experimente, zumal die Stecker auch alle waren. Es hätte wieder gedauert, sich welche zu bestellen oder sonst irgendwas. Ja, das ist dann die Wellenkupplung. Auch wiederum mit einem Magneten versehen und kurz, wie das hier jetzt funktioniert, das Menü einmal gezeigt. Das ist also das Schicke an diesem Gerät, dass man hier also eingeben kann, wie viel Wasser man hat, wie viel ppm man haben möchte und natürlich misst auch dieses Gerät nicht die echten ppm, das wissen wir ja alle, funktioniert nur unter höchsten Aufwendungen in irgendwelchen Laboratorien, aber er geht eben über die Faraday-Tabelle, misst er aber eben auch die Anfangszeit über den ausgegebenen Strom oder über den übertragenen. Was sicherlich sehr viel genauer ist, als einfach nur eine Eieruhr zu stellen. Gut, funktionieren tut das andere offensichtlich auch. Also in derartige Diskussionen würde ich mich jetzt gar nicht einlassen wollen, aber das scheint mir hier schon einigermaßen durchdacht zu sein. Hier ist es jetzt also fertig. Das war jetzt erhitztes Wasser am Anfang, also aufgekocht und dann losgelegt. 50 Minuten für 50 ppm, bei 400 Millilitern knapp. Ein bisschen weniger war es. Ja, und hier nochmal zum Schluss ein paar Tyndall-Effekt-Lasershow-Einlagen. Fand ich ganz hübsch. Ich dachte gar nicht, dass man das so filmerisch festhalten kann, aber das geht ganz gut. Genau, und jedes Mal, wenn ich da mit dem Laser da irgendwelche Beschriftung treffe, dann wird es umso heller. Da habe ich dann ein bisschen rumgespielt. Das ist aber das eigentlich Interessante hier dran, ist eben dieser Strich, der durchs Wasser da geht. Das ist der Tyndall-Effekt und das sieht man deswegen, weil eben diese Kolloide da rumschwirren oder was auch immer für Partikel, Ionen, sonst was. Genau. Na gut, dann wünsche ich allseits viel Erfolg bei allem, was man so vorhat und tschüss.